Hallo Tabea, hallo Johannes. Ihr wollt Brot für die Welt Jugend gründen. Was ist das und was kann ich mir darunter vorstellen? Viele junge Leute wollen sich für eine bessere Welt einsetzen. Die wissen, dass in der Weltgesellschaft alles zusammenhängt, dass wir nur gut zusammen auf dem Planeten leben können, wenn wir uns für Frieden stark machen, für Gerechtigkeit, für Kooperation. Und für diese jungen Leute soll Brot für die Welt Jugend ein Netzwerk werden, dass sie sich in ihrer Region, aber auch bundesweit mit anderen jungen Leuten zusammentun können und sich gemeinsam stark machen können für die Veränderungen, die sie sich wünschen in dieser Welt. Wenn die Jugendlichen zu Themen arbeiten, wie entstehen die Themen? Können die selber mitbestimmen? Ja, also die Idee ist, dass es einen Jugendausschuss gibt, der gerade schon auch Utopia vorbereitet, wo ich auch Teil bin. Und wir platzieren die Anliegen, die uns irgendwie wichtig sind, die uns beschäftigen und wollen so auch die jugendliche Perspektive bei Brot für die Welt etablieren und mit einbeziehen. Und andersrum nehmen wir natürlich auch gerne und dankend die Vorarbeit von Brot für die Welt an und orientieren uns an der Recherchearbeit von ihm. Da Frieden eines unserer Hauptanliegen ist und bei Brot für die Welt Jugend eine wichtige und zentrale Rolle spielt, würde ich dich als EU-Abgeordneten gerne mal zum Waffenexport fragen. Macht die EU irgendetwas dagegen? Die EU, die sendet Waffen in alle Länder, auch unterschiedlich nach Absprache. Es gibt ein Abkommen europäisch seit 2008, dass man an bestimmte Länder nicht mehr Waffen exportiert, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden oder Kriegs- und Krisengebiete sind. Und da halten sich aber nicht alle dran. Einige Länder liefern, wo andere nicht mehr liefern. Was wir jetzt brauchen, dazu gibt es einen europäischen Rüstungsexportbericht, auch im Europaparlament, ist eben eine Liste für die Welt, wo man sehen kann, dass die europäischen Länder sich abstimmen, welche Länder Rüstungsexporte bekommen und welche nicht. Aus meiner Perspektive sollten wir gar keine Rüstung mehr liefern in andere Länder als normales Handelsgut, sondern nur noch als außenpolitisches Instrument. Es gibt den biblischen Spruch, Schwerter zu Pflugscharen, der heißt für mich, Drohnen zu Windrädern. Und hier brauche ich auch die Brot für die Weltjugend und die Jugend, auch die kirchliche Jugend, die einfach ein bisschen stärker Radau macht, dass wir mit den Rüstungsexporten aufhören als normales Handelsgut. Das kann so nicht weitergehen und dafür setze ich mich ein. Ein ganz wichtiger Punkt für mich war Brot für die Welt. Die haben mir geholfen bei der Lobbyarbeit, dass beispielsweise keine Entwicklungsmittel verwendet werden dürfen für den Aufbau von Militär in anderen Ländern. Und da hat Brot für die Welt ganz aktive Lobbyarbeit gemacht, auch im Europaparlament. Insofern würde ich mich auch freuen, wenn Brot für die Welt Jugend auch mal ins Europaparlament kommt. Ja, bestimmt. Wir nehmen die Einladung gerne an. Ein anderes wichtiges Thema ist Flucht und Migration. Die katholische und evangelische Jugend fordert in ihrem aktuellen Sozialwort ein Grundrecht auf Asyl ohne Einschränkung. Was tut das Europäische Parlament für sichere Einwanderungsmöglichkeiten in die EU? Die Frage der Asylfrage, die muss europäisch endlich neu gelöst werden. Es gibt ein Abkommen zwischen den europäischen Ländern, das heißt Dublin-Abkommen. Das existiert überhaupt nicht mehr, weil die Realität komplett daran vorbeigegangen ist. Das heißt, wir brauchen jetzt ein europäisches Einwanderungs- und Asylgesetz, damit das Recht auf Asyl europaweit gilt. Und wir brauchen einen Verteilungsschlüssel, dass die Menschen, die Asyl bekommen, auch nach ganz Europa eben gehen können oder sozusagen ihr Asyl dort auch leben können. Und das muss abgesprochen werden. Und da ist nicht nur die Europäische Kommission viel zu zögerlich und die Mitgliedstaaten. Und das Parlament versucht hier einen Aufschlag zu machen und das muss endlich dazu kommen. Wie kann man da mitmachen bei Brot für die Welt Jugend? Wo meldet man sich an und wann gibt es vielleicht die ersten Veranstaltungen, wo man selber dazukommen kann? Brot für die Welt Jugend ist erstmal für 14- bis 27-Jährige ganz offen. Und das erste große Event in diesem Jahr ist Utopia vom 27. bis 29. Oktober in Kassel. Man kann sich dazu anmelden bis zum 9. Oktober. Alle sind eingeladen und das ist der Startpunkt. Dann geht's los. Im nächsten Jahr sollen Aktionsgruppen gegründet werden und ja, ein ganz spannender Prozess gerade. Wo melde ich mich da an, Tabea? Auf der Internetseite von Brot für die Welt kann man einen Link zur Jugend finden und da kann man sich anmelden. Wunderbar. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute für Brot für die Welt Jugend und ich würde mich freuen, mal dabei zu sein via Skype oder durch einen Aufsager mit Kollegen oder direkt präsent zu sein.